Ich begrüße euch zurück hier bei Dark Souls 2. Ja, mit einer neuen Gewissheit. Es handelt sich tatsächlich um ein Erweiterungsgebiet, in das wir uns da vorgewagt haben beim letzten Mal, beim vorletzten Mal eher gesagt. Und ich würde sagen, oder? Ja, wir machen auch direkt weiter, oder? Na komm, sei's drum. So, Reisen, auf geht's. Ihr merkt, ich bin übermotiviert und freue mich riesig. Das heißt, diese drei Orte hier sind dann vermutlich die Erweiterung, oder? Ich weiß es nicht. Ich weiß auch gar nicht, ob wir hier nicht eigentlich zu schwach für sind, aber was soll's, Leute. Wir machen hier weiter. Denn es hat beim letzten Mal gut geklappt und daher gehe ich mir davon aus, dass es auch jetzt gut klappen wird. Ja, ja. Ebenfalls habe ich mir überlegt, auf welche Waffen wir uns weiterhin spezialisieren werden. Ich würde gerne, okay, hier bin ich doch nicht richtig. Ich würde gerne demnächst weiterhin die Belastung und die Geschicklichkeit etwas verbessern. Die Geschicklichkeit vor allen Dingen daher, da ja unsere Katanas, die ich sehr gerne mag, auf Geschicklichkeit skalieren und dadurch mehr Bonusschaden machen. Naja. So, hier waren wir ja. Da geht's nicht lang, da geht's auch nicht lang. Also wenn das hier alles ein Erweiterungsgebiet ist, dann wirklich Respekt. Autsch. Na komm. Autsch. So. Meine Güte. Fängt ja super an, oder? Fängt wirklich super an. Ja, ich freue mich schon wieder riesig. Ihr merkt, dass ihr merkt, dass meine Vorfreude auf Dark Souls ist momentan ungebrochen. Okay. Na, es könnte klappen. Ah, okay, doch nicht. Und eins und zwei. Autsch. Okay, das war nicht ganz so gut. Einmal heilen, bitte. Ja, ja, so. Das Ganze ist also tatsächlich ein DLC-Gebiet. Von der, Erweiterungstriologie. Jetzt ist aber auch gut, ja? Na? Na? Ey, das darf doch nicht wahr sein. Na, komm schon. So. Und nochmal heilen, bitte. Nur einer greift an. Das gefällt mir. Ah, ich hatte das Schild nicht ausgerüstet, meine Güte. Oh, okay. Wow. Wo kommst du denn her? Boah. Man darf da nicht... Mann, oh Mann, oh Mann. Ich werde zu aggressiv. Ich muss viel passiver vorgehen. Na komm. Greif an.
So. Hey, da ist ein eingefrorener Riese. Der Arme. Und da auch. Okay. Okay, okay. Was war das denn? Bitte macht nichts Böses hier. Ich glaube, die Stelle habe ich mal gesehen hier. In einem Video, glaube ich. Ich bin mir nicht ganz sicher. Es kommt mir sehr bekannt vor. Oh nee. Ja, da komm bitte auch, lieber Finstergeist. Hallo? Oh nee. Nicht zwei auf einmal, bitte. Zwei auf einmal muss doch nicht sein, oder? Okay. Okay, eins erledigt. Komm schon. So. Meine Herren. Eisflorett kennen wir schon. Sicher ist sicher. Autsch. Komm schon. Ja, Problem ist, hier ist immer noch irgendwo der gute Kerl, der eine Invasion gestartet hat. Wow. War der unsichtbar oder kam der jetzt angelaufen? Habe ich mich erschrocken. Schön, dass du es mit einem Rückenschlag ausschaltet. War der jetzt unsichtbar oder bin ich blöd? Oh wei. Meine Güte. Alter Verwalter. Das war jetzt echt blöd. Ja, ich muss auch ganz ehrlich zugeben, mit leicht zweifelndem Blick überlege ich, ob das nicht vielleicht doch alles ein bisschen zu schwierig ist hier an der Stelle. Auch so Magieresistenz, ihr merkt das, ist nicht wirklich gut.
Na komm schon. Komm schon. Komm schon. Autsch. Und erledigt. Na komm schon. So. Ah, der zweite Tod war richtig unnötig. Mann, oh Mann, oh Mann. Oh Mann, oh Mann, oh Mann. Die schönen Seelen, die schönen Seelen. Von wo kam der denn jetzt? Manometer. Manometer. So. Ich bin auch viel zu aggressiv, Leute. Es tut mir echt leid. Ich kommentiere jetzt auch nicht so viel, weil ich recht konzentriert bin. Wow, habe ich doch richtig gehört. Aua. Einmal heilen bitte. So. Ja, das ist genau wie gerade. Boah, ist der böse. Boah, ist der böse.
Heiliger Ritter Auerheim. Was hat der bitte für ein Schwert? Na komm. Der ist echt ganz schön gemein, wisst ihr das? Selbst das macht ihm kaum was aus. Boah. Oh wei, oh wei. Ganz schön wenig. Boah, war aber nicht viel dafür, dass er so stark war. Der war aber gemein. Der war aber echt gemein. Vor allem hat er uns immer wieder schön ausgekontert. Unsichtbar schleicht er sich an, ey. Ich glaub's nicht. Ich glaub's nicht. Okay, was haben wir hier? Silberner Talisman mal 10. Da ist eine Nebelwand. Gefällt mir gar nicht. Vor allen Dingen haben wir nur 3 Flakons. Ich denke mal, da wird ein Bossgegner warten. Erneut Riesen hier überall. Ach, da geht's gar nicht weiter. Na, das ist ja super. Das ist ja echt super. Ich hoffe natürlich, hier irgendwo Hilfe rufen zu können. Ach so. Wir sind zurück am Eingang. Ja, sag das doch. Der Kreis schließt sich also hier an der Stelle. Dann können wir hier einmal rasten und unsere Flakons wieder auffüllen. Oh Mann, oh Mann. Also wie gesagt, das ist auf jeden Fall eine Erweiterung. Eine Erweiterungsgegend. Die es so im normalen Hauptspiel nicht geben würde. Ah ja. Ellie. Ich weiß ja nicht, ob ich Ellie dabei haben möchte. Die sah sehr gruselig aus. Ellie Stahlherz. Hoffentlich bist du auch so gut, wie du wirkst oder wirken sollst. Oh nee. Ava, Begleiter des Königs.
Ich glaube, wir sind zu schwach dafür. Autsch. Einigen wir uns darauf, dass ich zu schwach bin, okay? Ich glaube, das ist an dieser Stelle die beste Annahme. Ich glaube, das ist an der Stelle wirklich die beste Annahme. Nee. Tut mir leid. Ich habe es schon geahnt, aber dieser Gegner beweist es. Wir sind zu schwach. Er würde es wahrscheinlich mit ein bisschen Glück sogar schaffen, aber das will ich auch nicht herausfordern. Dann lassen wir das mal eben ruhen hier an der Ecke. Und ich würde gerne etwas anderes probieren. Wir haben jetzt das Siegel oder das Zeichen von Vendrick und sollten ja dann theoretisch auch hier weitermachen können. Beim Kardinalsturm. Denn hier war ja das große Tor, das versperrt war und nur mit einem Siegel des Königs durchgänglich wird. Und das haben wir theoretisch. Theoretisch natürlich nur, ich bin gespannt. Oh Mann. Aber Begleiter des Königs. Nicht schlecht, aber ich glaube, wir sind dann doch noch ein bisschen zu schwach dafür. Symbol des Königs habe ich doch, oder nicht? Jetzt bin ich verwirrt. Okay, dann probieren wir aber eben doch nochmal, Leute. Einmal ist kein Mal. Naja. Wir haben jetzt nur auch nicht unendlich viel Menschlichkeit, also. Na, ihr wisst, was ich meine. Ihr wisst genau, was ich meine. Einmal probieren wir es noch, Leute. Dann sollte es auch gewesen sein für diese Aufnahme. Denn ich muss gleich auch noch etwas für die Schule tun. Ja, in letzter Zeit muss ich oft was für die Schule tun, oder? Naja, ich muss gleich noch etwas für die Schule tun. Die wunderschönen Vorabiturklausuren. Das sieht so klasse aus, oder? Die wunderschönen Vorabiturklausuren warten nämlich auf mich, auf meine Wenigkeit. Und da... Entschuldigung. Möchte ich mich natürlich ein bisschen darauf vorbereiten. So. Okay. Alle guten Dinge sind hoffentlich zwei und nicht drei. Was war das denn jetzt? Oh nein.
Autsch. Heil dich bitte, danke. Nee. 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 Nee, Leute. Tut mir leid. Das wird erstmal nichts. Das wäre wirklich reine Verschwendung von Menschlichkeit. Lass mich mal kurz gucken. Wo können wir denn noch weitermachen beim nächsten Mal? Das machen wir dann später, wie gesagt. Hier vielleicht. Wir schauen mal. Vielleicht müssen wir den Ring ja auch anziehen. Vendricks Ring. Probieren wir hier jetzt mal. Hier war ja auch so eine große Tür, so eine große Königspforte, sag ich mal. Wir probieren es mal. Der ist angeschlossen. Ja, ja, das gleiche wie immer. So. Hier war ja auch so eine große Tür. Du. Genau. Tatsächlich. Aldias Festung. Ist nicht wahr. Nee, aber trotz alledem würde ich dann gerne das Ganze erstmal beiseite legen. Aldias Festung. Schön, schön. Nee, 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 wir gehen aber zuallererst, Richtung anderes Tor. Da, wo ich beim letzten Mal gewesen bin. Also, wo ich vorhin gewesen bin. Im Wald der Riesen hier. Da würde ich dann doch lieber von hier aus erst weitergehen, da das hier auch sozusagen das erste Gebiet war. Das erste Tor, das wir gefunden haben, war ja hier. Ja, Dunkeldrift, das skaliert nur leider sehr, sehr stark auf Geschicklichkeit. Man muss den Ring also anziehen, auch gut zu wissen. So. Tatsächlich. Passiert mal wieder nichts. Okay, wir brauchen den Ring ja jetzt nicht mehr. Dann ziehen wir wieder unseren guten Ring für längeren Erhalt der Ausrüstung an. Okay. Ah, hier oben sind wir. Ach so.
komme ich nicht rein. Wie jetzt? Verstehe ich jetzt gerade nicht. Warum geht's denn da nicht weiter? Ist das nur hier für diesen kleinen Bereich? Dann wäre Aldias Festival vielleicht doch der nächste Anlaufpunkt. Scheinbar, Leute. Was mit dem Riesen auf sich hat, weiß ich auch nicht. Na gut, na gut. Dann würde ich sagen, reisen wir beim nächsten Mal, oder eher gesagt, gehen wir beim nächsten Mal noch einmal dahin, wo wir gewesen sind und werden uns dann Aldias Festung ansehen. Na gut, trotz alledem, Leute, ich sag an dieser Stelle vielen Dank fürs Zuschauen. Das war's hier mit Dark Souls 2. Und ich freue mich schon, wenn wir weitermachen werden. Ich bin gespannt, was da auf uns wartet. Die erste Königspforte öffnet sich also für uns. Die DLC-Gegend lassen wir dann erstmal beiseite liegen, denn das war mir dann doch ein bisschen zu schwierig. Vor allen Dingen, ja, weil wir auch viel zu wenig Schaden machen. Aber okay, bis zum nächsten Mal, sage ich an dieser Stelle vielen Dank fürs Zuschauen. Schaltet wieder ein hier bei Dark Souls 2. Und dann geht es ganz bestimmt ganz, ganz spannend weiter. So. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal.